Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das stimmt. Am 15. Februar kandidiert DIE LINKE in Hamburg zum dritten Mal zur Bürgerschaftswahl. Wir sind sicher, dass wir genügend Rückenwind bekommen aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Darauf vertrauen wir. 2008 und 2011 sind wir mit 6,4% jeweils als Achter in die Bürgerschaft gewählt worden. In unserer Fraktion haben die Frauen das Sagen. Wir haben 5 Frauen und 3 Männer. Wir sind eine bunte Truppe mit sehr starken Charakteren. Die Linke in Hamburg wird auch 2015 für einen entschiedenen Politikwechsel stehen. Es ist eine Schande, dass in dem Land mit dem höchsten Steuereinnahmen pro Kopf die soziale Infrastruktur immer weiter ausgedünnt wird. Alle Fraktionen außer der Linken haben der Aufnahme der Schuldenbremse in der Verfassung zugestimmt, und die gilt jetzt als Generalausrede für Kürzungen. Soziale Einrichtungen werden weggekürzt, damit Großprojekte wie die Elbphilharmonie finanziert werden können. Der Unmut in der Stadt darüber wächst. Hamburg ist eben nicht nur Hafen und Reeperbahn, HSV und FC St. Pauli. Hamburg ist trauriger Spitzenreiter in der Altersarmut. Wir haben Stadtteile wie Blankenese, in denen 2% der Kinder in Armut leben. Und in anderen Stadtteilen haben wir 50% Kinderarmut. Hamburg ist eine sozial zutiefst gespaltene Stadt. Und trotz absoluter Mehrheit der SPD, Opposition wirkt. Das gilt zum Beispiel für den Kinder- und Jugendschutz. Die Linke war es, die zunächst ganz allein auf die Zustände in der Hasenburg GmbH in Brandenburg hingewiesen hat. Mit unseren Genossinnen und Genossen aus Brandenburg haben wir gemeinsam Druck gemacht und wir haben erreicht, dass die Hasenburg geschlossen wird. Auf dem Europaparteitag habt ihr einen Vertreter der Gruppe der Lampedusa-Flüchtlinge gehört. Die Lage dieser Menschen wird täglich besser und der Senat schaut zu, tut nichts und glaubt und hofft, die Zeit arbeitet für ihn. Jeder Versuch, eine humanitäre Lösung oder ein Bleiberecht hinzubekommen, scheitert am SPD-Senat. Unsere Partei in Hamburg ist hochmotiviert und führt gerade einen engagierten Europa- und Bezirkswahlkampf. Mit einem gewonnenen Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Netze, dann macht es auch richtig Spaß, Wahl zu kämpfen. Nun gibt es innerparteilich immer mal wieder Kritik wegen der einstelligen Wahlergebnisse im Westen, insbesondere dann, wenn sie unter 5% rutschen. Ich möchte an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen, dass die Hamburger Linke keine bessere Politik macht als die in Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen. In den Metropolen, in den Großstädten werden die Widersprüche und Konflikte auf engstem Raum ausgefochten, die Probleme kumulieren, und sie werden für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar. Deshalb ist es in Hamburg, Berlin und Bremen auch einfacher für die Linke. Das musste einfach mal gesagt werden. Am 15. Februar macht Hamburg mal wieder den Anfang für die Landtagswahlen im Westen. Wir werden alles tun, damit wir erfolgreich sind. Und wir werden alles tun, damit wir genügend Rückenwind für die folgenden Landtagswahlen herstellen können. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.